Herzlich willkommen bei dem 5. der 12 häufigsten Fehler bei Fördermittel- und Finanzierungsanträgen. Heute geht es um das Thema, dass die Umwidmung vergessen worden ist. Was bedeutet das ganz genau? Stell dir das Beispiel 1 vor, dass du 100.000 Euro an Finanzierungs- oder Fördermittel beantragt hast, aber es stellt sich nach einem halben Jahr raus, du brauchst nur 80.000 Euro, aber dir fällt etwas ein, wo du vielleicht 20.000 Euro für andere Verwendungszwecke, neue Website beispielsweise, investieren kannst und du tust es auch. Dann wird eines Tages so nach circa 6 bis 9 Monaten die Bank auf dich zukommen und den Mittelverwendungsbericht einfordern. Du bist eingeladen, aufzulisten, wofür du diese Gelder ausgegeben hast. Und spätestens jetzt kommt heraus, dass du nicht 100.000 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung genutzt hast, sondern 20.000 Euro für Betriebsmittel, Marketingkosten zum Beispiel. Bedeutet also, wenn du die Mittel nicht genau dafür auch verwendet hast, wofür du sie beantragt hast, wofür die Bewilligung, der Bescheid ausgestellt worden ist, dann darfst du nicht einfach eigenmächtig die Mittel anderweitig ausgeben. Allerdings bedeutet das nicht, dass du immer die Mittel zurückzahlen musst, wenn du sie nicht zweckgebunden verwendet hast. Du kannst tatsächlich einen Antrag auf Umwidmung stellen, aber bevor du die Investition für andere Zwecke durchgeführt hast. Das bedeutet also, ein rückwärts gerichteter Umwidmungsantrag wird abgelehnt. Das Ergebnis ist, du hast deine andere nicht bewilligte Maschine vielleicht gekauft oder Marketingkosten aufgebaut, aber trotzdem wird die Bank von dir das Geld zurückfordern. Es sei denn, du stellst einen Antrag auf Umwidmung der frei gewordenen Gelder auf andere Investitionen, die betriebsnotwendig, zielführend und zweckmäßig und nicht anders darstellbar sind. Und das passiert gar nicht so selten, dass du einen neuen Standort eröffnest und feststellst, dass die Küche nicht 100.000, sondern nur 80.000 kostet. Auf der anderen Seite stellst du fest, dass die Webseite nicht 5, sondern 20.000 kostet. Also du kannst die Gelder umwidmen, aber stelle vorher den Antrag auf Umwidmung. Also bevor du die Rechnung bezahlt hast, bevor du einen Vertrag unterschrieben hast. Wenn du hierbei Hilfe brauchst bei der Erstellung von Umwidmungsanträgen, dann bist du eingeladen, den Link unterhalb des Videos zu einem kostenfreien Erstgespräch gerne zu nutzen. Ansonsten abonniere jetzt gerne den Kanal und betätige die Glocke, dann wirst du über den nächsten Teil unserer 12-teiligen Serie die häufigsten Fehler bei Förder- und Finanzierungsmittelanträgen bekommen.